Zombie Apocalypse. Wer ist noch uns in Schappenbach? Jung. Wie in der letzten Folge angekündigt, geht's heute ans Strohballenpressen. Aber für unseren Kollegen Kleine Bunde. Und ich habe noch nicht alles vergessen. So. Kleine Bunde, Gerstenstroh. Ja, der hat uns hier schon Anhänger eingestellt. Boah. Ordentlich, ordentlich. Krone. Ja. Jetzt müssen wir noch seinen Trecker abholen. Ist ein 640er JAC mit MF Kleine Bunde Presse. Fahren wir fix mal im Auto hin, holen das Ganze ab. Dann passt das. So. Ja, ist nicht weit. Ist ein Bauer im Ort. Da, also ist ein kleinerer Schweinebetrieb. Schweinemastbetrieb eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob die aktuell den Stall voll haben. Ich glaube, die haben den Stall aktuell leer stehen. Die warten jetzt auf neue Schweine. Joa. Die haben halt auch einen MB-Truck 900 Turbo. Boah. Auch ein ordentliches Teil. Kann man nichts gegen sagen. Und ja. Na, wenn man unser Gras hier sieht, das kommt man bald schon fast wieder mähen. Da bin ich auch am überlegen, ob ich mir nicht seinen Trecker mit Presse ausleihe. Weil kleine Bunde Heu kriegst du einfach besser verkauft als große für Pferde. Beispielsweise jetzt. Also ich finde, kleine kriegt man besser verkauft als große. Deswegen bin ich da echt am überlegen, ob ich mir nicht da das Gespann leihe. Zum Heupressen. Einfach kleine Bunde. Oh, Mistplatte ist leer. Könnten wir hier eigentlich das Auto eben parken? So. Gucken wir mal. Ja. Was ist der Betrieb? Schweinemastbetrieb hier. Jo, ja, ist glaube ich auch in der Ernte. Hat er was auf dem Kipper drauf? Ne. Oh, ein älterer Reichskipper, ne? Ist irgendwo hier eine Beschreibung, wie alt er ist? Weiß nicht. Naja, und halt ein MB-Tag, ne? 900 Turbo. Der kann schon was. Ja, ganz nett, aber das ist unser Gespann. Ja, 644er IAC. Mit der MF-Presse. Eine Hesten. Ja. Mit Ballenschleuder natürlich. Ja, nicht schlecht. So, machen wir erstmal hier. Vorne offen. Schmeiß mal die Hobel mal an. Ja. Ja, okay, man muss sich angewöhnen. Das ist genau das gute Federträger. So. Gehen wir mal raus. Langsam und gemütlich. So. Zieht auf jeden Fall ganz gut an. Gut, Presse gibt ja auch nichts. Boah, ist halt kein schneller Trecker. 30 ungefähr. Oder nur 25. Aber reicht. Auto hast du natürlich vorlassen. Ja, die Presse ist auch nicht schlecht. Das eine, womit du wirklich immer schwarz fährst. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber die ist auch noch nicht so alt. Sieht top aus. Na ja, gut. Ich denke mal, jetzt Gerstenstroh kriegen wir damit schnell weggepresst. Die hat nämlich auch einen ordentlichen Pickup. Oh, gut. Der hat ja um die 60 PS, sollten ungefähr reichen. So. Boah, noch ist auch nichts los hier aktuell am Hof. Na gut, Dreschen ist fertig. Erstmal zumindest. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was an Lohn rankommt. Kann ich nicht sagen, aber wir hatten jetzt schon einige Lohnaufträge. Ich war ja schon im Lohndreschen heute. So. Gucken wir mal eben, dass wir einen Anhänger angehangen bekommen. Gucken wir mal eben, das kann sein, dass schon reicht. Ich werde ihn gleich auch abwürgen.
Sollte passen. Auch das kriegen wir also noch rumgezogen. Passt. So. Ja. Topsache. Das immer angemacht. Pickup runtergelassen. So, erst Stoß drin. Gucken wir uns das mal an. Fahr nicht so schnell. So. Ja. Ist schon das erste Mal. Also man merkt, Stroh ist gut drauf. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Ja, gucken wir uns gleich mal nach der ersten Bahn die Strohbunde an. Oh, der feuert gut. Die feuert gut, ey. Muss mein Mann. Oh, die Presse ist nicht schlecht auch. Top Sache. Ja. Ja. Sieht nicht schlecht gepresst aus, also. Gucken wir uns mal an. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Presse, die kann was, die kann was. Also, ich hatte irgendwo noch einen Ballenzähler. Oh, bestimmt. Ja. So. Oh, da ist einer daneben. Nehmen wir eben auf. Da ist er. Ich mach es mal drauf. Zack. Läuft. Ja. Damit hat man echt was weggepresst. Das ist schon nicht schlecht. Boah, gut, aber die Schwaden sind ordentlich. Ja, der Pickup ist gerade so breit genug. Eine schmälere Presse wäre da schon kritisch. Schneller würde ich jetzt auch nicht fahren beim Pressen. Als jetzt so um 2 entlang. Passt schon. Ganz gut eigentlich. Bin ja mal gespannt. Ich denke mal, der Anhänger wird locker voll. Der will eigentlich nur einen Anhänger haben. Tja, mal abwarten. Gut, wir können ja nicht mehr pressen, als er möchte. Sei es nach einem Anhänger. Das passt. Einem Anhänger machen wir dann noch Schluss. Bedeutet also eigentlich, dass hier wahrscheinlich viel Stroh übrig bleibt. Naja, gut. Kann man nicht ändern. Aber die Presse, die frisst top. Und ich würde sagen, wir gehen ins Zeitraffer. Viel Spaß. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night. We'd stay up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guard.
hearts, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Ihr habt es ja gesehen, wir haben jetzt hier gepresst. Es sind noch ein paar Schwaden übrig geblieben, aber nicht viele. Ich glaube, 2 oder 3. Ja, zum anderen Thema pressen. Wir kriegen eine Vorführmaschine, Case Boomer 240 und Case Presse. Jo, bin mal gespannt. Und ja, wir müssen das Steuer noch schwaden. Das machen wir jetzt direkt hier mit dem Deutz. Jo, Fan steht hier. Ne? Genau, wir in den Querlandschwader. Denk mal, ich nehme euch jetzt nicht mal ganz so Strom mit, nur bei einem Teil. Ja, fahren wir eben fix mit dem Deutz. Kommen wir da raus? Ja, passt. Jo, das ist ja unser. Ah, ich mag den Deutz, bin ich ehrlich, der ist schön. Ich war jetzt eh mit dem IHC noch den Ballenwagen zu dem Hof fahren. Der war 2744. Also, ich weiß, ich sag immer, der ist doof und schlecht, aber ich hänge doch schon so ein bisschen. Noch. Ich werde überlegen, den fertig zu machen. Aber ich weiß halt echt noch nicht. Eventuell mache ich den fertig, je nachdem, mal schauen. Da kommt die Kabine runter. Na, 3 Schwaden liegen hier noch. Oh, ist ja nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, 110 Beine oder so waren es jetzt, 120. Ach, oh, er hat mir dafür irgendwie 500 jetzt überwiesen, passt schon. Ich habe eigentlich gesagt, er braucht nichts zahlen für das bisschen Stroh. Das ist zu viel. Ja, ich hätte das schon für uns erkauft, aber man muss ja auch was können. Deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, for free? Naja, gut. Er wollte es halt nicht, hoffentlich. Deswegen hat er ein bisschen was gezahlt. Weil ich dachte, jo, passt schon. Ich will mir dann vielleicht zum Heu seine Presse ausleihen. Nochmal zum dritten Schnitt Heu. Weiß, dritter Schnitt Heu. Könnte kritisch werden wegen dem Wetter. Aber wenn die Temperaturen so bleiben, würde ich dann nächste Woche noch so nehmen. Mal schauen. Je nachdem, wie das mit dem Wetter aussieht. Also, wenn das Wetter gut sein sollte, machen wir nochmal Heu. Und das ist eine kleine Wunde für Pferdehöfe. Kenne ich 2, die suchen noch Heu. Dem biete ich das dann an, direkt die kleinen Wunden. Und ja, dann mal schauen. Jo, schalten wir noch ein bisschen hoch. Mal ein bisschen Gas geben hier beim Schwaden. Strom ist ja eh nicht so. Deswegen passt das. Also schon ein bisschen Gas geben. Und ja, war also dafür, dass wir den Drescher teuer gekauft haben, hat sich das bisher echt schon gelohnt mit dem ganzen Lohndreschen und so. Also das war eine gute Entscheidung. Der Drescher läuft nämlich super, komplett ohne Probleme, auch bei uns jetzt hier in der Gerste und in Weinzen. Jo, dazu kommt, dass ich jetzt noch 2 Felder gepachtet habe. Welche das sind, wart ihr noch demnächst, die kriegen wir jetzt zum Herbst. Und ja, wir werden mit dem Kartoffelanbau einsteigen. Ich will Kartoffeln anbauen. Ja.
Mal abwarten, was das noch gibt. Ja, ich habe da Bock drauf, ein paar Kartoffeln zu machen. Ich kenne jemanden, der hat eine Kartoffelsortieranlage. Ja, und dann sortiert er uns die Kartoffeln. Finde ich gut, tatsächlich. Dann komme ich die schlechten Kartoffeln mal weg oder nicht so schön. Dann haben wir eine Premium-Kartoffel im Prinzip, die wir dann schön verkaufen können. Bei einem Nachbarn im Hofladen. Da können wir dann die von den Säcken oder Kisten, je nachdem, mal schauen. Und ja, finde ich super. Ist eine Top-Sache. Und ja, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Gerade nicht viel. Ja, was ich eigentlich letzte Folge erzählen wollte, wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich die Folge aufgenommen habe, auch Weizen gedroschen im Wheeler, deswegen kam jetzt auch 3 Tage keine Folge. Und so ist das halt. Da schaut auf jeden Fall mal bei mir auf Instagram und Landwirtschaft-Jonas vorbei. Da seht ihr alles zum Thema Weizen- und Gerstenernte. Boah, es ging schon gut ab. Deswegen wollte ich wundern, warum ich jetzt hier eine Case-Vorfeldpresse und einen Case-Vorfeldtrecker holen werde im Let's Play. Das ist so ein bisschen vom Wheeler inspiriert. Was heißt so ein bisschen? Das ist vom Wheeler inspiriert. Das war nämlich noch dasselbe. Da hatte mein Cousin eine Vorfeldtrecker von Case und eine Vorfeldpresse von Case. Und hat damit gepresst und ich habe dann gestapelt. Das war dann schon ordentlich Schlagkraft. Ja. Wie gesagt, Bilder dazu seht ihr dann auf Insta. Schaut auf jeden Fall vorbei. Wobei ich denke, dass die meisten eher auf Insta bei mir auch aktiv sind. Naja. Genau. Abo-Special ist auch da. Krone Vari-Pack. Das ist eine Rundballenpresse, eine neue. Die wurde letztes Jahr auf der Agritechnica vorgestellt. Ja, habe ich von LS mal so ein bisschen gepfuscht. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ist auch in Insta, in der Bio und hier im Linktree. In der Beschreibung sollte es auch drin sein. Im Linktree, wie gesagt. Könnt ihr euch gerne runterladen und markiert mich dann auf Bildern, wenn ihr die auf Insta hochladet, gerne. Hochladet gerne. Und jo. Ich würde sagen, wir machen nochmal Zeit drauf und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, this a dream. And I pray as a team. One day, it be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. All the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion. So, wir sind fertig. Und ja, das war's jetzt auch. Gut. Ja, den Rest schon das Rohr, den großen Acker, den schwalle ich noch ohne die Kamera jetzt und dann
Können wir nächste Folge pressen. Boah, mal gucken, ich denke mal, dass es noch an dem Ingame-Tag hier sein wird. Warming. Was war da denn so? Moment, was war da denn so, Chef? Oh, da müssen wir mal drauf gucken, der klappt nicht endlich ein. Aha. Denkt so eine Stummstellung. Oha. Habe ich jetzt auch nicht so drauf geachtet beim Losfahren. Kommen wir denn so überhaupt? Kommen wir denn so rein? Ah, das wird nichts. Oder? Nein, doch wird was. Es ist sehr seltsam. Ja, ich werde mich damit mal befassen. Aber irgendwie sieht jetzt mein Zapfen noch nicht so gesund aus. Ja, ich gucke das mal nach und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt in den Stall und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. We are farmers, farmers.